Hey ho, meine lieben Freunde, willkommen bei Dishornet. Ja, dieser Folge werde ich mich noch ein bisschen hier konzentrieren. Noch ein bisschen umschauen. Und dann beginnen wir schon das nächste Level. Das ist wiederum einer meiner Lieblingslevel. Das ist ziemlich cool gemacht. Einerseits ein bisschen blöd, weil es da Gegner gibt, die ich einfach ohne... Aua, das war knapp. Die muss ich eliminieren einfach. Ich muss mir noch was geben. Naturphilosoph, aber heute oh, bitte, sehen das Sie mich als bescheidenen Handwerker. Ja, Schnauze. Ich mache jetzt... Ich mache jetzt... Nein, ich brauche jetzt was. Mann. Okay. So. Okay. Kurz umschauen. Ich will mich drinnen auch noch umschauen. Da haben wir jetzt Schlüssel. Achtung, Bürger von sie sagt uns auch, dass sie uns den Schlüssel extra unter ihrem Bett legt für dieses Haus hier hinten. Jetzt kommen wir da nämlich auch rein. Unbehandeltes Wasser getrunken hat, muss der Stadtwache gemeldet werden. So. Okay. Wartet mal, jetzt können wir ja gucken. Jetzt heilen wir uns ja. So, voll. Oh. Stellt euch mal vor, wir hätten das jetzt schon abgebrochen, sozusagen zum Schlafen gehen. Naja, dann hätten wir das ja alles verpasst. Obwohl, nee, man könnte da trotzdem noch laufen, glaube ich. Das müsste auch wieder was anderes sein. Das ist mir ganz wichtig. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Doch unsere Lage wird immer gefährlicher. Ein halbes Dutzend Leute lässt sich nicht spurlos unterbringen. Tag und Nacht passieren Schiffe und die Plünderer werden sich zusammenrotten, wenn sie sicher sind, dass die Seuche alle erwischt hat. Ich schätze, wenn unsere Feinde nicht zum Monat des Windes tot sind, werden wir es sein. Emily ist traurig, aber sie ist stark. Sie verkraftet den Tod ihrer Mutter besser als die meisten erwachsenen Männer, die ich kenne. Wenn wir Dunwall Tower besetzt haben, werde ich mich um sie kümmern. Ich dachte immer, ich würde die Flotte in ihrem Namen befehligen. Ich frage mich, ob ich nicht einfach den Titel Lord Regent annehme und die Dinge anpacke. Ha, das sollte uns eigentlich schon lange zu denken geben. Aber gut. Weiß nicht. Das ist ja schon mal... Wir das schon mal gelesen haben? Ich glaube nicht. Bin mir jetzt aber nicht sicher, Freunde. Kann sein, dass ich das immer wieder zeige, aber naja. Keine Sorge, wir werden das Verhör nicht ohne Sie beginnen. Naja, klar. Während des schrecklichen Mordes an ihrer Mutter vor 6 Monaten wurde Lady Emily Caldwin entführt. Jeder, der Hinweise besitzt, die zum Aufbinden und zur Rückkehr der Tochter und Lord Pendletons Erinnerungen, Kapitel 41, in welchem ich mit 2 Boyle-Frauen schlafe und die dritte nur wegen schlechten Wetters verpasse. Es war der Monat des Regens. Um der düsteren Stimmung zu trotzen, luden die Boyle-Damen ausgewählte Personen zu 3 Nächten der Fröhlichkeit ein. Lydia war in ihrer lavendelblauen Hose und einer Tunika aus gelber Seide bezaubernd anzusehen. Ich machte Eindruck von dem Moment an, als ich das Haus betrat, mit meinem Diener, der nicht eine, sondern 2 Kisten spitzigen Weines aus dem Süden mitbrachte. Tatsächlich war ich beladen mit Geschenken, und dies schien den 3 aufmerksamen Boyle-Frauen nicht zu entgehen. Und so hießen sie mich mehr als nur willkommen. Wir öffneten den Wein auf der Stelle, und als der Abend kam, Wallace! Zur Hölle mit diesen Unterbrechungen. Oh Mann, ey. Aber er ist nicht ganz so schlimm wie der andere Typ, das könnt ihr mir glauben. Dieser Pendleton. Er ist zwar auch ein Arsch, aber er ist wie gesagt nicht ganz so schlimm wie der andere. So, jetzt gehen wir mal rüber. Ist der Feier immer noch da? Tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Kommen wir hier endlich rein. Ist er eigentlich wichtig für später? Ah!
ist ein Artefakt. Das ist scheiße, Mann. So, jetzt. Boah, 150, nicht schlecht. Das ist nämlich viel Money liegt hier. Hier unten drunter. Was bist du? Ach, das ist doch lächerlich. Das sind, ja, ich glaube, das ist wirklich random, weil sowas hatte ich schon viel früher gehabt. Und hier, das ist eigentlich später noch viel wichtiger, dieser Ort hier eigentlich. Genau. Hä? Komm ich hier sogar hin? Nee, ich wollte gerade sagen. So. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich bis jetzt nicht. Aber ich weiß, dass ich das früher auch schon hatte. Aber egal. So, wir gehen jetzt mal zu der Prinzessin. Da hätten wir eigentlich schon lange mal öfters hingehen können, fällt mir gerade ein. Ach, verdammt. Geil. Ach, scheiße. Wollte abkürzen. Hallo, gehst jetzt mal da hoch? Danke. Okay. So, ich werde aber erstmal die Augen deaktivieren, wenn ich da reingehe. Bitte seien Sie so leise wie möglich. Emily konnte nicht einschlafen. Arme Kleine. Alles ist gut. Ich bin hier. Sie scheint fröhlicher zu sein, wenn Sie hier sind. Auch wenn ich weiß, dass Sie in der Stadt wichtige Dinge zu tun haben. Ja, ich mache aber nichts Böses, also... Aber irgendwie haben die Charaktere doch so gelegt, dass die sprechen immer, tun immer so, als wenn ich die wirklich umbringe oder so. Vielleicht sagen sie das auch so, keine Ahnung. Also die anderen sagen immer, dass ich die umbringe. Aber ich tue es ja eigentlich nicht. An ihren Tischmanieren muss ich nicht arbeiten. Sie weiß Bescheid, auch wenn sie es nicht zeigen will. Sie hält den Löffel lieber falsch herum, wie ein Schwert. Dann wieder ist sie ganz vornehm und fragt nach einer Teeparty. Die wollte ich gerne ausrichten, aber ich habe keine richtigen Teller. Und statt Stoffservietten nur das Barputztuch und Bierkrüge statt Teetassen. Ich habe nach passenderem Geschirr gefragt, aber sie haben einfach andere Sachen im Kopf. Jetzt geben Emily und ich vor, ein feines Dinner auszurichten. Mit Papier und Dingen, die sie hier und da fand. Vermutlich auf dem Boden. Seltsam für eine Prinzessin, aber was soll's. Nee, es ist ein Kind, Entschuldigung. Okay. So, das gucken wir uns noch an. Und dann... Bitte, lass mir eine Kerze. Es wird so dunkel und ich kann Mutter nicht sehen. Ich will nur eine Kerze. Wo ist Corvo? Nein! Sie hat Mutter, immer noch Albträume. Kein Wunder nach dem, was sie alles durchgemacht hat. Hm. Ich mag deine Augen nicht. Manchmal ruft sie nach ihnen. Schwarz. Sieh mich nicht an. Manchmal schreit sie nach ihrer Mutter. Habt ihr gehört? Lady Emily redet mit den Outsider. Also der Outsider kommt ihr in den Traum andauernd. Ich weiß aber nicht, was er von ihr will. Das war's jetzt, oder was? Ja, nochmal ansprechen kann ich sie nicht. Kleine Emily. Bald schon eine Kaiserin. Hm. Doch jetzt nur ein erschöpftes Kind. Okay. Wir machen uns auf den Weg. Wir gehen jetzt schlafen, weil mehr ist jetzt einfach nicht zu erledigen. Und dann kommt die der Verhör. Zeit zum Ausruhen. Und jetzt die nächste Mission. Die, wie gesagt, oh, auf die freue ich mich schon so. Corvo, aufwachen. Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Hm.
Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Ja, ist richtig. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. So. Ah, hier sieht man's, Daddy. Also, ja, das kann jetzt alles Mögliche bedeuten, aber trotzdem ist, glaube ich, der Vater. Hier ist ein Bild, das ich von dir gemalt habe. Ohne deine gruselige Maske. Ich finde die cool, die Maske. Ja gut, wie ein kleines Kind ist wahrscheinlich gruselig. Lord Pendleton Belohnung. Achso. Der Lord selber bedankt sich dafür, dass ich seine Brüder nicht umgebracht habe, sondern nur verschleppen lassen habe. Ja. Ist auch, glaube ich, die bessere Variante. Das ist eigentlich viel schlimmer als der Tod, wenn man es so bedenkt. Aber egal. Ist das sie? Nee, ist das nicht sie. Ach, guck einer an. Was macht sie wohl da? Und was macht er da wohl? Vorher, ich kann hier vorher durch die Wand lunzen. Gucken wir mal, was der Penner da macht. Okay, kein weiteres Gerät. So, sie sagt mir das jetzt. Lady Emily wollte sich in euer Quartier schleichen, während sie geschlafen haben, Sir. Sie hatte aber nichts Böses im Sinn. Ja, aber sag mir mal jetzt in den Schlüssel. Ich meine, ich habe mir schon geholt, aber... Erst waren sie es. Dann Aufseher Martin, dann Lady Emily, dann Mr. Sokolov. Mehr Geschirr, mehr Wäsche für mich. Aber mit ihnen fühle ich mich sicherer. Na ja, siehst du? Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Ja, das müssen wir schon gelesen haben. Okay. Die Renovierungsarbeiten der Corvin-Brücke werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Bis dahin überquert jeder... Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Ach, nee. Sie darf es niemals erfahren. Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann und Sie können mich jederzeit töten. Aus beiden Gründen entschuldige ich mich und bitte Sie untertänigst um Ihr Schweigen. Ach, du alte Pfeife. Sie benötigen meine einzigartigen Dienste? Ach, jetzt auf einmal wieder ganz anders. Zurückkehren. Ach so? Nee, ich kann sagen. Ich kann auch mit ihnen hier auch handeln, war doch mal so. Wie war denn das nochmal? Ach, den brauchte ich, ja klar. Den brauchte ich für die nächste Mission. Das ist ganz wichtig, dass man den kauft. Ah, gut, dass ich daran gedacht habe. Mann. Also ich weiß jetzt nicht, ob man den unbedingt braucht, aber das ist ganz gut so, wenn man den hat. Ich könnte eigentlich... Wie viel habe ich denn davon noch? Ich habe nicht viel. Ich muss mal wirklich ein paar holen. Nicht voll, weil ich glaube, ich nur ein paar finden werde. Ich will mal nur ganz kurz mal gucken, was passiert, wenn ich... Oh, na dann halt nicht. Oder? Doch komm, das machen wir jetzt noch. Ich habe gespeichert. Also man kann hier selber voll durchschmuren, total bescheuert. Oh, jetzt gehe ich einfach rein. Können Sie nicht sehen, dass ich ein Bad nehme? Oh nein, das habe ich nicht gewusst. Corvo, unter anderen Umständen würden mir Ihre Annäherungsversuche sicher schmeicheln. Aber Ratten, Seuche und Tyrannei können einem die Laune verderben. Ach, komm, hab dich nicht so.
Das kann doch nicht wahr sein. Es hieß, ich würde hier mit guten Männern arbeiten. Na klar. Jetzt fühle ich mich schmutziger als vorher. Tatsächlich wäre ich hier drin gern allein. Nein, nein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und das lassen wir natürlich nicht so. Das ist natürlich bescheuert. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja. Dann würde ich sagen, wollen wir schon mal mit der nächsten Mission beginnen. Freut euch auf die nächste Mission. Ciao.